Das ist die Woche der Wahrheit. Jetzt werden wir wahrscheinlich sehen, dass es ein Umzug ist. Dich packen wir auch in den Karton, auf den Container mit dir. So ist es beim Auswandern. Es läuft alles genauso, wie man gedacht hat, dass es nicht läuft. Wieso fahren die nicht? Eins der letzten Videos aus Frankfurt. 14.000 eingestellt und das ist auch der Wert. Ja. Und die wollten uns 11.000 geben. Und er hält mich hin seit 3 Wochen und jetzt fällt ihm das ein und sagt kurzfristig ab. Heute ist ein ganz aufregender Tag. Für all das nur 30 Euro bezahlt. Wir fühlen uns etwas übers Ohr gehauen. Oh. Nach Amerika ziehen. Ist übrigens Frankfurt. Heute machen wir quasi alles final. Im Endeffekt kann es durchaus sein, dass wir dieses Gefühl von verarscht worden sein mitnehmen. Bruder! Also, wir haben einen Termin. Unsere Sachen kommen, wer klappt endlich. Und als wir dieses Angebot gesehen haben, haben wir gesagt, okay, wir nehmen dann nicht mehr so viel mit. Eigentlich leben wir dann gleich bald nur noch aus Koffern. Das ist ein crazy Moment. Passiert alles jetzt in einer Woche. In 2 Wochen sind wir eigentlich weg. Die Realität weicht immer von dem ab, was man plant. Und innerhalb von einer Stunde haben wir 120 Leute dann in der Wohnung gehabt. Unser Original DDR Rotpunkt. Ja, muss keine. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Hi. Wir sind Mirella und Mike und wir werden nach Amerika auswandern. Wohin genau? Nach Austin. Oh. Und wir haben auch gerade erfahren, während wir die Küche aufräumen, dass... Unser Nachmieter haben wir quasi. Meine Cousine wird die Wohnung nehmen, meine süße Cousine. Die haben schon die ganze Zeit Bedarf bzw. Interesse angemeldet. Wohnen noch in Darmstadt, aber wollen auf lange Zeit nach Frankfurt umziehen. Das bietet sich jetzt an. Wir haben eine ganz, ganz, ganz tolle Wohnung, muss man sagen. Also wir geben sie auch sehr, sehr ungern ab. Geben sie gerne in gute Hände, muss man ja, sagen. Ja, genau. Wir geben sie sehr gerne in gute Hände ab. Sind sie auf Prio 1 bei uns und wir freuen uns, dass das halt auch klappt. Genau. Für sie freuen wir uns und auch für uns natürlich. Das macht es alles auch ein bisschen entspannter, wenn das in der Familie bleibt. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Dadurch, dass wir 8-mal umgezogen sind schon in unserem Leben, waren wir ein bisschen zu entspannt, was die Wohnung angeht. Und wir wussten, dass sie Interesse haben, aber wir wussten nicht, ob die das nehmen können oder nicht. Und dadurch haben wir uns auch nicht um eine Kündigung gekümmert und auch nicht um einen Nachmieter. Wobei man sagen muss, deswegen sage ich, wir haben Erfahrung, hier in Frankfurt ist es nicht schwer, eine Wohnung loszukriegen. Die letzte Wohnung, für die wir einen Nachmieter gesucht haben, da hatten wir 1 Stunde die Schalte und innerhalb von 1 Stunde haben wir 120 Leute dann in der Wohnung gehabt. Das ist hier in Frankfurt ein bisschen anders. Da haben wir uns nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Wir wussten halt nur einfach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, genau. Aber umso einfacher und umso schöner, dass sie das nimmt. Da freuen wir uns wirklich sehr, 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 sehr. Es ist ja dann auch so, man kann über Sachen reden. Wollt ihr das haben oder wollt ihr es wegschmeißen? Wollt ihr, keine Ahnung, man kann anders reden als mit komplett Fremde und es ist halt viel, viel cooler. Und wir freuen uns natürlich auch für sie, weil die kriegen dann eine geile Wohnung und wir können auch immer mal wieder zurück. Wir laden uns dann selber ein bei denen. Ja, morgen kommt der Umzugsmann und der guckt sich quasi alles an, was mitkommt und inwiefern wir das noch irgendwie besonders behandeln sollen. Und beziehungsweise erst danach können die uns ein festes Angebot machen. Wir haben schon so ein circa, so ein ungefähr Angebot bekommen vom Umzugsunternehmen, aber er kommt und misst alles und sagt uns und es hängt auch irgendwie vom Gewicht ab. Und er kommt und sagt dann, okay, so und so viel. Und dann wissen wir da mehr, dann wissen wir wahrscheinlich auch den Termin, wann wir alles fertig kriegen müssen. Und das heißt, morgen ist für uns dann dadurch auch ein wichtiger Tag und wir tun gerade alles vorbereiten dafür, alles zu gruppieren, alles zu klassifizieren. Ja, ja, was mitkommt, das genau clustern. Dann schauen wir einfach mal, dass wir alles heute noch hinbekommen und dann kann Entscheidung getroffen werden, was wir mitnehmen und wie und was. So, Kamera halt da gewechselt, weil ich mein Arm hat schlapp gemacht. Ich konnte nicht mehr. Was steht noch an? Es steht noch an, dass wir uns auf der Baustelle mit sehr vielen Leuten noch treffen, um die letzten Unklarheiten zu klären. Wir müssen noch das Auto inserieren, beziehungsweise gucken, ob wir es zum Autohaus bringen oder nicht. Geputzt haben wir es. Fotos haben wir noch nicht gemacht. Das müssen wir noch machen, falls wir sagen, wir wollen es inserieren. Ja. Packen müssen wir noch. Küche putzen. Alles, was mit Umzug zusammengehört. Die wohnlichen Designelemente, die haben wir noch draußen gelassen, sodass wir uns nicht ganz nackig fühlen. Und die werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen Platz wegnehmen. Und da werden wir auch schauen, nehmen wir die jetzt schon mit. Manchmal wache ich morgens auf und denke mir, es sieht eigentlich noch viel zu gut hier aus, ja. Dafür, dass wir umziehen in ein paar Tagen. Wir haben Bilder an den Wänden noch gelassen und so ein paar, ja, so ein paar Wohlfühldinge, weil sowieso das Umzugsunternehmen die Bilder mitnehmen wird. Ja, die sind zu groß für den Koffer und die können sie auch viel besser packen als wir. Und da haben wir gesagt, okay, lassen wir sie hängen. Aber es fühlt sich dadurch nicht an, als würden wir umziehen. Das stimmt. Das ist die Woche der Wahrheit. Ja, und jetzt werden wir wahrscheinlich sehen, dass es ein Umzug ist. Ja, 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 genau. Wir haben auch unseren Schrank inseriert, unseren großen Packschrank. Wenn der weg ist, dann wird die Hölle ausbrechen, weil wir haben dann keinen Schrank mehr, wir haben keinen Platz mehr für unsere Klamotten. Wir haben sowieso ganz wenig Klamotten, aber die, die wir haben, die müssen auch irgendwo hin. Ne? Das wird noch mal spannend, aber ja, die Hölle muss ausbrechen, weil wir wollen weg. Richtig, richtig. Wir spielen jetzt quasi Mikado mit den letzten Sachen. Jetzt geht's aber zurück an die Arbeit.
So, der Umzugsmann war hier, hat 5 Kilo Papier mitgebracht. Und wo sind denn eigentlich die Kartons? Ach, da sind die Kartons. Neue Kartons. Damit werden wir dann umziehen können. Er macht jetzt die Rechnung fertig, gibt sie der Chefin. Die Chefin macht uns einen finalen Preis und dann, ja, dann muss alles nur noch gepackt werden. Und er ist auch schon einverstanden. Er überprüft, ob das die richtige Kartons sind. Er überlegt sich, welche Kiste er nimmt. Genau. Ja. Dich packen wir auch in den Karton, auf den Container mit dir. Ein paar Tage vor Umzug. Die Terrasse sieht wüst aus. Der Grill ist weg, ist nur noch ein Fleck übrig. Ansonsten ist alles weg. Der muss noch weggebracht werden. Die ganzen Grillteile. Die Grillteile sind hier. Und hier und der Grill an sich, chaotisch, steht schon vor der Tür. Hier ist die Tür und da unten ist der Grill und das ist der Schrank. Wie ihr seht, es ist noch einiges zu tun. Es ist hier chaotisch. Der Hund fragt sich andauernd, warum der Stress. Aber langsam wird es leer. Ja, und unser Schreibtisch, wie ihr seht, ist verrückt worden, sodass der Grill raus kann. Mein Schatz ist gerade in dem anderen Keller. Jemand holt was, kommt was abholen. Und dann gibt es erstmal Mittagessen für uns. Habt ihr eigentlich auch das Wetter gesehen? In der letzten Zeit, was ist da? Irgendwas kaputt? Irgendwas kann ist kaputt, ja, wir haben gutes Wetter. Wir genießen gerade das Nordend in vollen Zügen. Der liebe Gott hat uns nochmal gutes Wetter gegeben, weil das ist die Jahreszeit, in der wir Frankfurt am meisten lieben. Das erwacht richtig, Frankfurt. Ja. Schönste Wetter, schönste Zeit. Jetzt sind die Straßenfeste. Und auch die Cafés, die sind voll draußen. Auf jeden Fall macht Spaß. Wir sind schon unterwegs und zwar zum Heroes Burger. Burger ist nochmal. Also nochmal. Nochmal guten Burger ist. Also ist ja nicht so, als hätten die Amis keinen guten Burger. Aber Heroes Burger ist eins unserer Lieblinge. Favorites. Und ich habe gehört, dass Leute sogar aus Berlin kommen, um deren Burger zu essen. Also das wollte ich eigentlich sagen. Ich zeige euch die Burger. Also es ist brutal. Wenn ihr irgendwie auf Diät seid oder so, guckt einfach nicht hin. Guckt einfach nicht einfach hin. Weiter. Ist nicht gut. So, ihr Lieben, unsere Burger sind da und schaut euch diese Schönheit an, ne? Also ich sag nur so, Patty natürlich, dann Erdnussbutter, karamellisierte Zwiebeln, karamellisierte Erdnüsse. Der ist der absolute Hammer, das ist mein absoluter Lieblingsburger. Und die Pommes, hausgemachte Pommes, hausgemachte Soßen, alle drei, sogar der Ketchup. Und mein Schatz hat einen Dirty Pain, das wird wirklich wehtun, das weiß ich. Einfach nur scharf, aber die sind so lecker. Ich krieg jetzt Hunger, also lasse ich euch. Ich beende mal mit diesem Bild. So. Wir sind jetzt gerade unterwegs. Winterreifen haben wir eingepackt. Fahren wir jetzt zum Autohaus. Das Auto ist jetzt dran. Autokauf, Autoverkauf. Autoverkauf. Ja. Autokauf nicht. Das kommt noch. Wir fahren zum Autohaus, woher wir das Auto auch gekauft haben. Das ist quasi das VW-Autohaus unseres Vertrauens im Odenwald. Wir haben mal im Odenwald gewohnt, falls ihr euch wundert. Wir haben den mal geschrieben vor ein paar Monaten. Haben sie gefragt, ja, was würdet ihr dafür bezahlen? Das war gar nicht mal so ein schlechtes Angebot, was sie uns angeboten haben. Natürlich nicht der Marktpreis, den man kriegen würde, wenn man es privat einstellen würde, aber trotzdem ein sehr gutes Angebot. Also wir waren zufrieden. Für uns ist es vor allem im Moment, da wir gerade wirklich am Ende sind, also wir sind in 2 Wochen sind wir eigentlich weg. Und ein Autoverkauf würde jetzt noch, privater Autoverkauf würde da noch ein bisschen Probleme bereiten. Man müsste sich mit vielen Leuten abstimmen und das einstellen und alles. Wir würden wahrscheinlich ein bisschen mehr bekommen, aber dass wir das jetzt beim Händler quasi verkaufen, würde einfach Schlüssel abgeben, fertig. Ja, wir haben ursprünglich gesagt, ja, okay, wir können das nehmen, aber trotzdem probieren wir es privat. Die Realität weicht immer von dem ab, was man plant. Im Endeffekt haben wir es nicht geschafft, das Auto privat einzustellen im Internet. Es wäre auch unglaublich kompliziert. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben, aber inzwischen kriegt man in Frankfurt alles auch bei der Zulassungsstelle nur noch mit Termin. Und es ist wirklich unglaublich aufwendig. Das heißt, wir müssten genau wissen, wann der verkauft wird, was man natürlich nicht weiß, wenn man ihn einstellt. Da müssen wir einen Termin dafür machen, dann das Auto abmelden. Dann müsste der Käufer mit eigenen Kennzeichen kommen, auch schon für eine Probefahrt. Wir dürften das Auto nicht mehr auf der Straße stehen lassen, weil es ja abgemeldet ist. Was in Frankfurt natürlich nahezu unmöglich ist, weil wo soll man in Frankfurt das Auto nicht auf der Straße abstellen? Daher haben wir uns entschieden, okay, gut, das ist viel zu kompliziert. Lass uns einfach mal zum Autohaus gehen und jetzt fahren wir dahin für die technische Prüfung und schauen, ob sie das Angebot auch halten. Das Angebot war unverbindlich, genau. Falls das Auto so ist wie beschrieben und falls es technisch in Ordnung ist, dann hätten sie uns so und so viel dafür gegeben. Jetzt sind wir mal gespannt, ob die das halten. Zwischen der ersten Reinigung und heute haben sich in Frankfurt unterm Baum ein paar Vögel auf unser Auto erleichtert. Also mussten wir auch noch schnell in die Reinigung. Weil sonst hätten wir mit einem vollgekackerten Auto ein bisschen mehr bekommen. Ja, genau. Für das Auto. Wir sind sehr, sehr, sehr gespannt. Wäre natürlich die einfache Variante. Und noch 5 Minuten davor hat noch jemand was abgeholt. Wir haben noch was auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Man kann ja nicht Nein sagen, weil ich meine, man hat die
die Sachen die ganze Zeit online und man möchte sie auch loswerden. Also ist es jetzt nicht so, ach, weißt du was, nehme ich dann den nächsten Käufer, gerade wenn es sich um so Sachen handelt, die mal ein bisschen schwerer gehen, ne? Man hat auch sowas. So ist es beim Auswandern, ne? Es läuft alles genauso, wie man gedacht hat, dass es nicht läuft. Eins weiß man, es läuft kaum wie geplant. Ähnlich. Ja, ja, genau. Das ist crazy im Moment. Die Sachen, die man eigentlich über ein Jahr verteilt, immer mal so ein bisschen macht, passiert alles jetzt in einer Woche gefühlt. Wir beeilen uns. Wir sind ganz, ganz spät. Gelandet. Jetzt sind wir auch noch im Stau. In einem neuen Stau. Der dritte Stau. Ja, aber wir sind schon im Odenwald. Hilft natürlich nicht viel, wenn man nicht da ist, aber schon in der Nähe. Wir sind in der Nähe, 17 Kilometer entfernt. 23 Grad Außentemperatur. Ja, die nächsten Tage, in denen wir noch hier sind, haben wir zwischen 23 und 28 Grad in Deutschland. Und das ist zu dieser Zeit etwas Besonderes. Es ist so besonders, dass wir nicht damit gerechnet haben und eigentlich nur noch ganz wenig Sommerklamotten dabei haben. Ich habe, glaube ich, nur noch gefühlt 2 T-Shirts. Du, glaube ich, auch? Ich habe 2 T-Shirts. Ich habe sage und schreibe genau 2 T-Shirts mit kurzen Ärmeln. Also 2 Blusen und T-Shirts. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe 2 T-Shirts und 17 Blusen. Nein, eine Bluse, ein T-Shirt. Ja? Der Rest ist drüben und eine kurze Hose für zu Hause, für die ich sehr dankbar bin. Als ich sie behalten habe, habe ich mir gedacht, ich bin ein bisschen gaga. Ich war doch nicht so gaga. Wir haben es gar nicht erwartet. Wir haben auch unsere Klimaanlage verkauft. Und es ist heiß. Genau, wir hatten nämlich eine mobile Klimaanlage für die Wohnung und für vor allem unser Hundi. Der tut sich so ein bisschen schwer mit den Temperaturen. Die haben wir verkauft und jetzt ist es auch heiß in der Wohnung. Ja, eine Woche müssen wir noch durchhalten oder 2. Also mal gucken, wie das Wetter wird. Es wird witzig. Dieses eine T-Shirt muss ich sehr oft waschen. Genau, man wird es auf sehr vielen Videos sehen. Ja, wir werden ständig dasselbe anhaben. Das ist halt so. So ist das halt, ja. So ist es halt. Vor 2 Tagen war der Umzugsmann da. Hat sich die ganze Wohnung angeschaut, hat sich das angeschaut, was wir gerne mitnehmen würden. Hat das berechnet, wie viel Kubik das sind. Die Dame aus dem Umzugsbüro hat ein neues Angebot gemacht. Und als wir dieses Angebot gesehen haben, haben wir gesagt, okay, wir nehmen dann nicht mehr so viel mit. Richtig. Wir haben noch ein paar Sachen gestrichen. So gestern sind wir mal ausgegangen und haben uns mal wie normale Menschen am Tisch gesetzt und gegessen miteinander. Und dann konnten wir sehr produktiv miteinander reden. Haben gesagt, okay, lass mal die Fahrräder hier. Tut weh. Ich habe mein Fahrrad als Geschenk von meinem Schatz bekommen für die Bachelorarbeit. Er hat sein Fahrrad von mir geschenkt bekommen. Zum Geburtstag, genau. Sein Fahrrad ist sogar so ein gutes Vintage Peugeot Sportrad. Das tut schon weh, aber... Wäre ziemlich Käse. Also wir haben jetzt ausgerechnet, nur für die 2 Fahrräder, das wären 650 Euro. Oder anstattdessen das noch zu verkaufen, also wir würden wahrscheinlich noch 300 oder 400 Euro für die beiden Fahrräder zusammenbekommen. Das heißt, roundabout 1000 Euro würden wir uns sparen, würden wir sie verkaufen und hier lassen. Mein Herz blutet natürlich. Wie gesagt, das ist mein Geschenk und ich liebe mein Fahrrad. Es ist ein Vintage-Rad, aber ohne Wert. Es ist so ein altes 50er-Jahre-Damenrad, aber es ist, wie es ist. Und wir haben uns auch Gedanken gemacht, und was soll man damit in Austin machen? Also man kann Fahrrad fahren. Die Frage wäre, wohin? Also wir fahren Fahrrad aus Nutzen. Ja? Nicht aus Sportgründen. Nicht aus Sportgründen, sondern einfach, weil wir das Fahrrad nutzen. In der Stadt, in Frankfurt, fahren wir nur Rad, kein Auto. Aber in Austin haben wir uns gedacht, ja, was da soll wird das? Sich das meine, wahrscheinlich ändern. Man nimmt bei 45 Grad Außentemperatur jetzt nicht unbedingt das Rad und radelt durch die Gegend. Ja? Auch wenn man es möchte, wird man es nicht machen. Das ist ein Storch. Tatsächlich. Gesehen? Tatsächlich, ja, ich habe den gesehen. Ja. Der steht da jetzt. Die Störche haben uns abgelenkt. Also wir haben uns entschieden, einfach alle Sachen hier zu lassen, die wir generell auf gut Glück mitnehmen. Also wo wir sagen, oh, vielleicht brauchen wir es, vielleicht aber auch nicht. Es lohnt sich einfach nicht. Auswanderung nach Amerika kostet Geld. Sehr viel. Und da kann man, glaube ich, mal jeder Tausender von Euro, der hilft. 5 Minuten haben wir aufgeholt. Da sind wir noch 25 Minuten zu spät. Ja, mal gucken, wie schnell er sein kann. Später. Was machen wir später? Ich wollte gerade die Umzugsdame anrufen, also die Inhaberin des Umzugsunternehmens, um mit ihr die letzten Sachen zu besprechen. Wir haben am Freitag ein neues Angebot bekommen für 7,5 Kubik. Und wir finden 7,5 Kubik viel zu viel für uns jetzt. Deswegen haben wir uns gedacht, wir streichen ein paar Sachen, genau, die wir mitnehmen. Heute machen wir quasi alles final. Und wir streichen die Fahrräder. Wir wollten noch 2 Kisten Wein mitnehmen. Die streichen wir auch. Und da wollte ich mit ihr nochmal besprechen über das genaue Datum, den Termin, ob wir das Bett auseinandernehmen müssen oder nicht, ob die das verpacken, weil es
ist aus Stoff und da habe ich Angst, dass der dreckig wird. Ob das flexibel ist mit den Kisten, weil wir noch nicht wissen, wie viele Kisten wir genau haben. Ja, das heißt, dass mit den Kisten flexibel ist. Genau, das heißt, wir haben erstmal eigentlich grob 8 Kisten gepackt und der Rest ist, er hat 6 Kisten geplant, wir haben 2 Kisten geplant. Ja, und deswegen ist es auf diese hohe Zahl an Kubikmeter hochgekommen. Muss sie uns jetzt ein neues Angebot machen oder zählen wir einfach am Ende die Kisten und dann wird die Kubikmeteranzahl berechnet, die wir tatsächlich in Anspruch nehmen? Das ist eigentlich die offene Frage. Da sie erst in einer halben Stunde zu erreichen ist, werden wir schon anfangen, diesen Packs auseinanderzunehmen. Das ist unser Kleiderschrank. Der wird morgen früh hoffentlich abgeholt. Hoffentlich sagen wir, weil der Typ so ein bisschen hin und her war. Aber hoffentlich wird der abgeholt. Wir werden jetzt, wir haben auch keine Kleiderstange. Also hat sich mein Schatz eine tolle Lösung ausgedacht. Wir werden aus Kartonkisten erstmal eine Halterung basteln und dazwischen eine, wir haben noch so eine Gardinenstange spannen. Wir könnten auch eine Kleiderstange kaufen gehen, das wäre nicht das Problem. Die ist auch nicht teuer, nur 20 Euro, aber wir haben einfach nicht die Zeit dazu. Also muss herhalten, was auch immer herhält. Und das sind die letzten Schränke, die wir hier in der Wohnung haben. Daher müssen wir auf Kleiderstangen zurückgreifen. Das heißt, unser temporäres Leben, was bisher die ganze Zeit schon temporär war, wird immer temporärer. Wird krass temporär. Genau, also eigentlich leben wir dann wahrscheinlich gleich bald nur noch aus Koffern. Ja, Faltsachen und so, wir werden gar keinen Platz mehr dafür haben. Ja. Ja, wir werden versuchen, alles auf der Kleiderstange zu hängen, so wie Amis das machen, aber es wird witzig ab jetzt. Und hoffentlich ist das Auto auch bald weg. Genau. Je kürzer, desto besser. Ja, richtig, richtig. Da ist jemand ganz, ganz aufgeregt und ich kann euch gerade verraten, warum. Wir haben einen Termin vom Umzugsunternehmen. Unsere Sachen kommen weg. Endlich. Nächsten Montag werden unsere Sachen abgeholt, also die 3-4 Möbelstücke, die wir mitnehmen und die Kartonkisten. Danach ist hier auch Schicht in Schacht, weil wir dann kein Bett mehr haben. Das heißt, ab da schlafen wir dann auf der Matratze. Dann werden wir dann so abgestoßen quasi. Und das ist genau der Moment, dass wir hier eigentlich nicht mehr sein sollten. Also dann lassen wir uns abstoßen, rauswerfen aus der Wohnung sozusagen. Wir müssen noch ein bisschen bleiben. Es hängt nicht wirklich komplett von uns ab. Wir müssen noch ein bisschen bleiben wegen ein paar Sachen, die wir noch erledigen müssen. Aber sobald es geht, fliegen wir mit sozusagen. Wobei ja der Container geht per Schiff und wir fliegen. Das ist eine große Nachricht für uns. Bis jetzt war alles immer so unverbindlich und jetzt auf einmal fiktiv alles irgendwie. Wir haben dann, wenn das, wird langsam fallen die Vents weg. Ich weiß nicht, ob ihr hier sehen könnt. Diese unglaubliche Konstruktion zeige ich euch vielleicht gleich nochmal. Haben wir uns ausgedacht, sodass wir unsere Klamotten noch hängen können, solange wir noch nicht weg sind. Ja, aufregend. Sehr aufregend. Jetzt wird es aufregend. Also wie versprochen, das ist jetzt unsere Konstruktion. Hier zwei Kisten, da ein paar Kisten auf einem Schrank und dazwischen eine sinnlose Gardinenstange, über die ich mich ständig aufgeregt habe. Und jetzt tut sie halt ihren Job. Ich packe gerade unsere 7 Sachen. Ich habe mir Videos angeschaut, wie man Tassen und Teller und Gläser packt und man packt die wohl so mit 2 Dinger und dann stellt man sie wohl am besten hin. Am sichersten sind wohl die Tassen und die Teller und Gläser, wenn man sie hinstellt. Das ist jetzt gerade eine neue Kiste. Da habe ich hier den Topf und den nutze ich gleich aus. Das passt perfekt hier rein. Der Deckel passt nicht mehr oben drauf. Und hier drinnen sind wertvolle Weingläser. Ja, das ist Wahnsinn. Also dieses Papier, das dämpft dermaßen, dadurch, dass es sich am Ende so zusammensammelt. Hoffentlich gut geschützt sind. Ich habe auch versucht, nicht zu sehr zu quetschen, sodass die auch von den Seiten gedrückt werden können und trotzdem nichts passiert. Und das machen wir jetzt. Und diese Ghirardelli-Schokosoße muss mit. Sie ist mit uns aus San Francisco angereist und jetzt kommt sie wieder. Muss natürlich wieder zurück, richtig. Weil sie ungeöffnet ist. Und ich kann mir das nicht, wir können beide uns nicht übers Herz bringen, die hier zu lassen. Sie nicht zu essen. Ja, so ist das. Deswegen kommen sie jetzt hier so rein. Ah, passt nicht. Schade. Achso, und was wir auch noch mitnehmen, sieht ein bisschen dreckig aus, aber das werde ich noch zu Hause, also im Haus putzen. Unser Original DDR Rotpunkt Thermoskanne. Das muss mitkommen. Ich weiß nicht warum, weil sie ist eigentlich total fertig, wie man sieht. Aber sie ist gut und sie überlebt wahrscheinlich schon uns, weil die ist ja schon aus den 70er Jahren, ja, noch bevor wir geboren wurden. Ich muss die nur mal schick machen. Aber hochpolieren, ja. Ja, genau. Dortmund. Dortmund, ja. Das ist wichtig. Das muss da musst du bitte 2 Lagen nehmen. Ja, ja, sehr gut. Immer 2.
wenn ich jetzt überprüfe. Genau, wenn nicht, bringt's Glück, ne? Sowieso. Porzellan bringt Glück, ja. Aber wir wollen trotzdem nicht, dass die Sachen, ich meine, wir bezahlen ja auch dafür. Das andere Geschirr ist egal, aber das ist wichtig. Ja, ich verstehe. Wir bezahlen auch für den Transport, also wollen wir trotzdem nicht, dass die irgendwie hops gehen. Ne? Das ist nicht in der Sache. Mal gucken, ob ich die hier so rein quetsche. Ja, wie gesagt, also ich habe versucht, nicht zu sehr zu quetschen, sodass die Sachen so ein bisschen spielen haben. Dadurch, dass wir genug Papier haben, müsste es auch funktionieren. Mal gucken. Das werden wir erst berichten können, wenn wir dann unseren Container bekommen. Was übrigens auch ganz aufregend sein muss. Und wohl immer stehend. Das habe ich mir jetzt erklären lassen. Stehend. Und ja, wir nehmen so viele Tassen mit, falls ihr euch wundert. Ich weiß, es gibt auch in Amerika Tassen. Keine Frage. Aber wir sind mit Tassen, wir holen uns immer Tassen mit Bedeutung. Das ist zum Beispiel unsere Großgrundbesitzer-Tasse. Das war, die haben wir uns geholt, als wir unsere erste Wohnung gekauft haben. Ja, da hängt eine Erinnerung dran, das können wir nicht gehen lassen. Aber ich muss auch zugeben, zwei Glühweintassen vom Weihnachtsmarkt haben wir auch mitgenommen. Hat was. Weil wir uns gedacht haben, ein Weihnachtsmarkt gibt es dort drüben nicht. Also nicht so mit Glühwein und alles, wie wir hier das hier haben. Deswegen also spielen wir einfach nach. Wir machen uns Glühwein bei 40 Grad Außentemperatur. Und so, als wären wir fröhlich. Richtig, Thermoskanne haben wir ja schon. Von daher, nicht, dass es... Und laden unsere Freunde zum Mitschwitzen ein. Richtig. Und der muss auch mit. Jawohl. Der Rocky, ein kleiner Überbleibsel aus der Studienzeit, als wir noch richtig viel Motivation brauchten, um diese Scheiß-Universität zu kriegen. Habe ich das jetzt gesagt? Oder nein. Hab gesagt? Habt ihr alle nicht gehört, oder? So. Was haben wir Kredit für die Sanierung. Ein wichtiger Schritt. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dass wir die Sanierung fertig machen können. Jetzt können wir wieder atmen. Oh, Gott sei Dank. Und sind gerade auf der Terrasse, weil uns hier einfach keiner hören kann. Frankfurt im Hintergrund. Wir waren gerade am Vermessen hier. Und hier kannst du einfach keiner hören. Es gehört, diese Etage gehört uns und die Etage unten drunter gehört auch uns. Jetzt gehört sie auch uns, weil wir auch den letzten Kredit haben für die letzten Sachen. Ansonsten, man weiß nicht. Aber jetzt können wir die restlichen Sachen bezahlen und dann nach Amerika ziehen. Und die Mauersegler fliegen überall rum. Guck sie dir an. Ja, lass die Mauersegler fliegen. Wir freuen uns so extrem. Das ist übrigens Frankfurt. Das ist übrigens Frankfurt und sein berühmtes Skyline. Ne? Wie ihr seht, genau. Messeturm, da, Commerzbankturm, alles andere Turm. Ja, Frankfurt ist schon schön. Vor allem, wenn man diesen Blick hat. Ja, ja. Also diese Wohnung ist sowieso. Also wir leben gerade irgendwo zwischen Umzug, Kreditzusage und Fertigstellung der Wohnungen. Ja. Wir haben gerade gemessen. Ja, also die Wohnungen, die haben uns am meisten Probleme gemacht. Die Fertigstellung, wir wären schon längst weg, wenn das nicht gewesen wäre. Jetzt haben wir das Gefühl, dass wir gehen können. Die Designelemente haben wir schon festgelegt. Aber es hat noch mit dem Kredit gefehlt. Ja, es hat noch damit gefehlt, dass wir wirklich das in trockenen Tüchern hier lassen und nicht irgendwie es auf Ebbe läuft. Ja. Falls ihr euch wundert, Kredit ja und nein, wir haben uns nicht geplant, sondern es ist tatsächlich passiert. Wir haben genau dann angefangen zu bauen, als der liebe Herr Putin Ukraine angegriffen hat. Und entsprechend sind alle Preise einfach in die Höhe. Es gab niemanden mehr zum Arbeiten. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt angefangen und entsprechend ist alles explodiert. Gut, wir haben auch im Luxusniveau, sage ich mal, ein bisschen was entschieden, dass wir sagen, okay, wir gehen ein bisschen luxuriöser, wenn wir uns schon den Aufwand machen. Der Brandschützer hat auch nochmal für uns ein bisschen was entschieden. Der hat auch nochmal schön Luxus gemacht. Der ungeplante Brandschutz hat uns alleine 100.000 Euro gekostet. Ja. Nur der Brandschutz, ja, nur der Brandschutz allein. Brandschutz in Frankfurt und ich glaube generell in Deutschland ist kein Witz. Damals, das war ein schwieriges Leben. Also die Intelligenz war schon da, aber die Bestie vor allem war da. Die Intelligenz, dank der Intelligenz haben die Fortschritte gemacht. Zum Beispiel irgendwann haben die verstanden, wie man Feuer macht. Und da haben die Menschen, die Urmenschen gewusst, wow, jetzt haben wir den Feuer erfunden. Das ist genial. Wir werden, also unser Leben, die waren total froh. Ja, außer die deutsche Urmenschen. Also für die, das war sehr stressig. Die haben gesagt, oh la 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 la. Jetzt haben wir den Feuer erfunden, jetzt müssen wir den Notausgang und die Brandschutzbestimmungen erfinden. Sowas muss man aber zu Ende bringen, man kann es nicht stehen lassen. Ja? Wir wollen aber nach Amerika. Aber wir waren eigentlich schon längst weg.
Ja. Sagen wir es mal so. Ja, genau. Aber jetzt sind wir hier. Haben wir das bekommen? In völliger Ruhe innerhalb von Frankfurt auf den Hinterhof. Hier ist einfach ruhig. Hier ist einfach schön. Hört euch das an. Das sind nur die Mauersegler. Wir sind glücklich. Das ist vielleicht eins der letzten Videos aus Frankfurt. Ja. Vielleicht. Man weiß es nicht. Frankfurt. Frankfurt. Ja, ihr Lieben, der Heiz mit dem Schrank kam doch nicht. Also ich muss sagen, es gibt auch wirklich, wirklich Löcher auf dieser Welt. Ist ihm eingefallen, dass der Schrank dann doch zu alt ist oder keine Ahnung was. Und er hält mich hin seit 3 Wochen und jetzt fällt ihm das ein, ja, und sagt kurzfristig ab. Ich hoffe, der kriegt, was er, ja, sucht. Wir werden den weiterhin einstellen und dann hoffentlich findet sich noch jemand, der ihn braucht. Das ist halt auch eBay-Kleinanzeigen. Ne? Man muss immer, vor allem wenn sich Menschen von Anfang an kompliziert zeigen, dann sind sie kompliziert und dann sollte man den eigentlich auch absagen. Aber gut, die meisten waren wirklich nett und haben alles mitgemacht, der halt eben nicht. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum IKEA und zum Hornbach, vor allem zum Hornbach. Im Schlepptau haben wir 2 Gasflaschen. Unseren Grill haben wir ja vor ein paar Tagen abgegeben und die Gasflaschen müssen wir jetzt zurückgeben beim Hornbach. Beide müssen jetzt weg. Eine müsste eigentlich zur Hälfte noch gefüllt sein, aber es ist halt, wie es ist. Und ansonsten müssen wir unbedingt zu Hornbach und zu IKEA, weil wir noch für die Wohnungen entscheiden müssen. Also Fliesen kaufen müssen, über die Küche entscheiden müssen, welche Küche bauen wir. Wieso fahren die nicht? Was macht denn der Barista oder was machen die? Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben heute, um auch das Küchendesign zu entscheiden und alles. Heute ist ein ganz aufregender Tag. Heute gibt es tatsächlich einen privaten Interessenten, der vorbeikommt fürs Auto. Es ist eine Dame, ein Mädchen, eine Dame, ich weiß nicht, wie alt sie ist, wahrscheinlich in meinem Alter so. Und sie freut sich angeblich schon sehr drauf, weil sie ist sehr begeistert. Mal gucken. Wir sind mal gespannt, bei Autoverkauf gibt es immer Überraschungen. Ja, da richtig. Da kommen natürlich also, dann ganz andere Personen an oder sonst irgendwas. Ja, genau. Das also ist es ist so noch nie ein Autoverkauf, glaube ich, ein privater, so richtig reibungslos verlaufen. Nein. Deswegen wollten wir es eigentlich auch nicht machen, aber wir haben gar nicht erwähnt, das Autohaus, bei dem wir waren, hat uns so ein bisschen, also wir fühlen uns etwas übers Ohr gehauen, sage ich mal ganz vorsichtig. Finanziell, ich sag mal, es geht noch, ja, wenn wir keine andere Möglichkeit finden, dann werden wir das machen. Aber die haben Sachen bemängelt, die sind ganz normal und zum Teil auch VWs schuld, wenn es Lackabplatzer gibt an irgendwelchen Ecken, liegt daran, dass VW nicht richtig lackieren kann. Das haben die bemängelt, winzig kleine Lackabplatzer, die normal sind. Dieses Auto ist 6 Jahre alt. Ich verkaufe kein Auto aus dem Autohaus, ja, sonst wäre es ja auch nicht so günstig. Ja, die haben so... Also sie haben es so ordentlich runtergedrückt. Ich meine, wir haben es jetzt für 14.000 eingestellt und das ist auch der Wert. Ja. Und die wollten uns 11.000 geben. Die Autohäuser verkaufen es sogar für 16.000. Und die hatten uns ursprünglich gesagt 12.200, glaube ich. Genau, und wir haben gesagt, okay, lass mal. Und dann mal. Haben die gesagt, okay, kommen Sie zur technischen Überprüfung. Das Auto ist technisch absolut einwandfrei, hat überhaupt gar keine Fehler. Und trotzdem kommen Sie mit, ja, hier ist ein Lackabplatzer und hier ist ein Lackabplatzer. Und oben, dass da Vogelkot auf dem Dach ist, weil ich mir denke, Leute, das ist einfach, ist uns während der Fahrt passiert. Das Auto war frisch gewaschen. Und dafür haben sie uns dann 1.400 Euro abgezogen vom Preis. Wahnsinn. Ja, ist Wahnsinn. Ja, deswegen haben wir uns entschieden, das wirklich dann nochmal privat einzustellen und ich meine, vielleicht passiert ist halt Geld, ne? Ja, genau. Auch wenn wir keine Zeit haben, die Zeit nehmen wir uns dann einfach. Vielleicht passiert ja auch was, wir haben nicht mehr viel Zeit. Im Endeffekt kann es durchaus sein, dass wir zurück zum Autohaus gehen und dann dieses Gefühl von verarscht worden sein mitnehmen. Und das ist halt eben so. Das haben wir aber auch erwartet, muss ich sagen. Also Autokauf ist nie irgendwie straightforward, Autoverkauf. Aber wir versuchen es nochmal privat. Warum denn nicht? Ja, richtig. Dann nehmen wir uns die Zeit jetzt. Ja. Und vielleicht... haben wir Glück. Mal gucken. Wir schauen mal. Wir berichten auf jeden Fall. Wir sind gespannt. Und genau. Und wie ihr seht, im Hintergrund sind wir bei... Hornbach. Wo sind wir da? Ein bisschen um die Wohnungen kümmern. Das Design ist nämlich noch nicht gemacht. Also wir sind jetzt auf dem Punkt, dass Rigips verlegt ist. Es ist alles verlegt. Alles im Rohbau, würde ich es nennen. Ne? Ja, genau. Eigentlich Rohbau. Und jetzt müssen wir Designentscheidungen treffen. Die müssen wir jetzt für unseren Bauleiter vorbereiten, sodass er dann einfach nur die Materialien weitergeben kann und die Jungs montieren und bauen und tun und machen. Das heißt hauptsächlich erstmal Fliesen. Die Küche vielleicht, falls wir es noch zu IKEA schaffen, Küchendesign entscheiden. Jetzt gehen wir unsere Gasflaschen zurückgeben und hoffen, dass sie nehmen, weil eines von Thoma, eines von Hornbach. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ich glaube, nicht auf dem Leben gibt man da Gasflaschen zurück, ohne eine neue zu kaufen. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es funktioniert. Wir geben 2 zurück. Genau. So, ihr Lieben, wir sind im Hornbach und hier unsere kleine Auswahl. Das ist Platz 3, deswegen liegt es noch ganz einsam da. Diese zwei Fliesen. Genau. Also, ich muss dazu sagen, wir kennen die Fliesen schon. Das sind richtig gute Fliesen. Wir haben die schon verbaut und jetzt steht bei uns nur die Entscheidung zwischen dem Blanco, also diesem gräulichen, und dem
Norwegenen. Wir haben bis jetzt die verbaut, weil es die nicht gab. Der Gedanke ist, was wir noch nie gemacht haben, dass wir jetzt Ton in Ton gehen. Also das heißt, dass der Boden genau dieselbe Farbe wird wie die Wand. Achso, so sehen die auch an der Wand außen an, dass ihr sie seht. Hier sind die Großen. Das sind die Großen, genau. Wir müssen nur gucken, ob wir das überhaupt im Altbau verbauen können, ne? Weil die sind schon humongous. Als Akzentfliese dieses hier. Ja, das haben wir auch schon das verbaut. Gerillte, ja. Das Gerillte. Das ist nämlich, das sieht richtig cool aus. Ich mach mal, ich zoome mal ein. Und wir müssen uns jetzt nur für die Farbe entscheiden. Wir haben jetzt uns alles doch nochmal durchdacht, haben für uns festgestellt, dass die eigentlich komplett draußen ist. Wir Angst haben, dass es so im, also quasi in Ton auf dem Boden und weiß. Genau, dass es zu weiß und zu steril ist, dass man es im Raum gar nicht sehen wird, dass das nicht weiß ist. Ne? Genau. Und ich meine, wer möchte schon ein ganz weißes Bad? Also man würde es schon sehen, weil wir haben ja weißes Regipsflächen, die wir quasi ja, das stimmt. Weiß streichen. Ja, ja, das stimmt. Also es wird sich schon ein bisschen absetzen. Aber das stimmt. Trotzdem. Aber es ist doch zu ja. viel Weiß in Weiß. Ja. Ne? Und jetzt schwanken wir zwischen dem und dem. Das ist die männliche Variante, das ist praktisch die weibliche. So, jetzt gibt es erstmal Essen für uns. Wir haben Hunger. Und wir haben unser Besteck vergessen, Schatzen. Ja, besser so. So, ich habe jetzt Spargel gefunden. Und mit Lachs. Das ist außergewöhnlich. Also es war nicht auf der Karte, aber das haben die gemacht. Dann die letzten Tortilla in Europa. Für den Kleinen, genau. Und für den großen Hunger zwei Schnitzel mit fetten Pommes. Und ein Salat, so dass was Gesundes auch dabei ist. Wir gehen jetzt essen und planen die Fliesen, planen die Maße und dann wird bestellt. Okay? Und danach werden Küchen geguckt. Hunger. Hunger. Gehört auch zum Alltag der Auswanderer. Unser Alltag als Auswanderer. Ikea. Wir haben zu Hause auch so gut wie gar nichts mehr zu essen. Also hilft uns eigentlich Ikea. Waren bei Hornbach, sind jetzt bei Ikea. Mal für unsere amerikanischen Zuschauer, für all das nur 30 Euro bezahlt. Also Chatula, Spargel mit Schnitzel und Hollandaise und Schnitzel mit Pommes, 30 Euro bezahlt. Und ein Salat. Ja, ja. Das Auto ist weg. Wir haben das Auto verkauft. Mein Mutterherz blutet. Die Kisten sind gepackt. Das Umzugsunternehmen kann kommen. Und auf der Seite, hier sind noch ein paar Klamotten, das ist das Bett, das holen die morgen früh ab. So ist das. 10 Kisten, ein volles Leben, gepackt in 10 Kisten und 4 Koffern. Wir laufen so vorbei. Mein Schatz sagt so, oh, guck mal hier, Halteverbot, wofür wird denn das sein? Und dann sehen wir, das ist für uns. Das ist für uns, das ist nämlich unser Umzugstermin. 11:01 Uhr, es ist alles weg. Wir sind soweit. Wir sind soweit.